Damit nicht alles vergessen wird. Ein beeindruckendes, produktives Stahlwerk in Bruckhausen, das aber leider ein Schmutzfink zugleich war. Wenn ich mich an meine Kindheit in Bek erinnere, fällt mir nicht nur die Königbrauerei ein, sondern auch ein roter Himmel, der vor allem abends in den Wintermonaten gut zu sehen war. Dieser feuerrote Schein war im Umkreis von einigen Kilometern in den tiefstehenden Winterwolken eindrucksvoll zu sehen. Meine Mutter nahm mich damals in den 50er Jahren abends als kleiner Junge öfters zum Einkaufen mit. Wenn ich dann in den Himmel schaute, war der Beeker Himmel manchmal feuerrötlich gefärbt. Ich fragte dann meine Mutter, was ist das? Warum ist der Himmel so rot? Meine Mutter antwortete, das ist das Christkind, und backt Plätzchen. Naja, es war ja schon bald St. Martinstag und danach kam die Adventszeit, und was für eine schöne Antwort das war. Ich dachte dabei sofort an Weihnachten und Mandarinen. Später erfuhr ich mit Gewissheit, dass es natürlich nicht das Christkind, sondern das Bruckhausener Thomas Stahlwerk war. Dieses Stahlwerk blies aus mehreren Thomasbirnen seinen ungefilterten rotbraunen Staub vermischt mit von Druckluft gesteuerten schweren Feuersalben in den Himmel. Dieses war besonders gut sichtbar, wenn man an der Straßenbahnhaltestelle Martina stand und auf die Straßenbahnlinie 1 gewartet hat. Nicht weit von dieser Stelle kreuzten sich auch die Straßenbahnlinien 1 und 10, wobei die Linie 10 durch den 400 Meter langen Martina-Tunnel fuhr. Damals auf dem Weg nach Beek rief der Schaffner in der Straßenbahn noch die Haltestellen mit Schacht 37, Beek Denkmal und Bürgermeisteramt aus. Noch immer erinnere ich mich an die Haltestelle Martina sehr gut, wo wir bepackt mit unseren Einkaufstüten vom Kaufhof am Born kommend umgestiegen sind und auf die Linie 1 um uns nach Beek zu bringen warteten. Von hier aus konnte ich damals die Silhouette des gigantischen Feuer auswerfenden Thomas Stahlwackes gut sehen und fragte meinen Vater, was machen die bloß da drin? Mein Vater antwortete mir die windfrischen Stahl. Das Wort Windfrischen machte mich noch mehr verdutzt. Erwähnen muss ich hier auch noch die nie aussetzende Geräuschskulisse. Es war ein Tuten der Signale, vermischt mit dem Pfeifen der Lokomotiven, sowie das permanente wahrnehmbare Zischen und Rauschen der Eisenhütteneinrichtungen. Genau an dieser Stelle der Straßenbahnhaltestelle Martina oder auch Tor 1 genannt war man ja fast in der Mitte der august Hier in diesem Video werde ich die Frage, was machen die da drin, die ich damals hatte, im Einzelnen genau beantworten. Wer bin ich? Ich habe meine Lehre im Alter von 14 Jahren als Schmelzschweißer bei der august hütte am 1. April 1966 begonnen und habe dort eine sehr gute Ausbildung bekommen. Anschließend von 1969 bis Mitte 1974 lernte ich die ganzen Hüttenbetriebe hautnah kennen aufgrund meiner Tätigkeit als Schweißer im fliegenden Reparaturbetrieb RB4. Ich kannte somit auch noch das alte Thomas Stahlwerk und war dort in ein paar Reparaturschichten tätig. Zudem kannte ich alle anderen Betriebe, die hier in diesem Video erwähnt werden. Später durch meine Weiterbildung war ich Prokurist und Projektdirektor bei Mannesmann-Anlagenbau und habe internationale Pipeline-Projekte geleitet. Ich war also in meinen aktiven Arbeitsjahren immer mit dem Werkstoffstahl verbunden. Stillgelegt wurde am 27. Dezember 1969 das Thomas der August-Düssen-Hütte in Bruckhausen. Damit endete nicht nur im Bereich der Thyssen-Gruppe, sondern auch im ganzen Rohrgebiet die Produktion von Thomasstahl. Die August-Thyssen-Hütte erzeugte seit 1897 Thomasstahl in drei Werken. Die Betriebe entstanden sämtlich an der gleichen Stelle, an der der Werksgründer, August Thyssen, sein erstes Thomasstahlwerk errichtet hatte. Über 61 Millionen Tonnen Stahl gingen von Bruckhausen in alle Welt. Die august hütte hat am 27. Dezember 1969 das thomas Bruckhausen stillgelegt. Nachdem im Werk Rohrort bereits seit dem 31. Juli 1968 und zuvor bei dem Hüttenwerk Oberhausen die Produktion von Thomas-Stahl eingestellt worden war, erzeugen die Unternehmen der Thyssen-Gruppe jetzt keinen Thomas-Stahl mehr. Die Stilllegung des Bruckhausener Thomas Stahlwerkes war möglich geworden durch das planmäßige Anlaufen der Produktion des neuen Oxygenstahlwerkes Bruckhausen, das in den ersten drei Monaten nach seiner Inbetriebnahme die in das Werk gesetzten Erwartungen voll erfüllt hat. Der Bevölkerung von Bruckhausen machte die august hütte damit ein weithin begrüßtes Weihnachtsgeschenk, denn mit der Stilllegung verschwand in diesem Hamburger Stadtteil der letzte braune Rauch der Thomas-Konverter. Die letzte Schmelze am 27. Dezember 1969. Abends um 20 Uhr. Auf der Konverterbühne des Thomas Stahlwerkes Bruckhausen sind Mitarbeiter und Gäste bei der Stilllegung und die Probe von der letzten Schmelze und des Kokillengusses dabei. Die letzte Thomas stahl scharche in Bruckhausen erblies die Mittagsschicht um 20 Uhr mit Hüttendirektor Dr. Brandy, Oberingenieur Dr. Hartmann als Chef des Thomas Stahlwerkes und seinem im Ruhestand befindlichen Vorgänger Dr. Blaul, der von 1957 bis 1962 Leiter des Thomaswerkes war, sowie neben zahlreichen Direktoren, Betriebschefs und Gästen hatten sich die Belegschaften der letzten Schicht und weitere Mitarbeiter des Betriebes auf der Konverterbühne eingefunden. Unter ihnen sah man auch die im Ruhestand befindlichen Obermeister Bretz, Blasemeister Steinbrink und Platzmeister Roden. Die letzte Charge des Thomaswerkes und auch seine eigene letzte Schicht bei der August-Thyssen-Hütte-Verfuhr an diesem Abend Schichtobermeister Reichert, der ebenso wie Betriebsführer Neiseke nach Stilllegung des Werkes in den Ruhestand trat. Die letzte Charge erblies Obermeister Jung. Er war seit wieder in Betriebnahme des Thomaswerkes im Jahre 1953 dort tätig und ist seit zwei Monaten als Obermeister im Oxygenstahlwerk eingesetzt. Bemerkung. Obermeister Jung und Direktor Dr. Hüften lernte ich im August 1976 bei meiner kurzen Tätigkeit im Oxygenstallwerk 1 kennen. Siehe hierzu mein Video: Der Kasten von Bruckhausen. Ihm wurde diese Auszeichnung nicht zuletzt zuteil, weil sein Vater am 8. März 1953 die erste Charge im wiederaufgebauten Werk ablassen hatte. Vor Anblasen der letzten Charge gab Oberingenieur Dr. Hartmann den auf der Konverterbühne versammelten Mitarbeitern und den Gästen einen kurzen Überblick über die Geschichte und die Produktion dieses größten und leistungsfähigsten Thomas-Stallwerkes. Er zeichnete das Wechselvolle auf und ab dieses Betriebes, der in den 72 Jahren seiner Produktion zweimal, und zwar in den Jahren 1911 bis 1914 und 1953 bis 1959, erweitert bzw. neu aufgebaut wurde. Bilder von hochrangigen Thyssen Mitarbeitern der letzten Schicht. Vor der letzten Charge, Hüttendirektor Dr. Brandi mit, von links, Werksdirektor Dr. Heischkeil, der pensionierte Oberingenieur Dr. Blauel, Obermeister Jung, Betriebsführer Neiseke, Obermeister Reichert, den Werksdirektoren Dr. Zimmermann und Dr. Behrens, sowie Oberingenieur Dr. Hartmann. Die letzte Schichtbelegschaft am 27. Dezember 1969, und deren Mitarbeitern dankte er für die gute Zusammenarbeit, und wünschte ihnen an ihren neuen Arbeitsplätzen in einem anderen Betrieb des Hamborner Werksbereiches einen guten neuen Anfang. Es sei erfreulich, so sagte er, dass durchweg jeder Mitarbeiter auf einen neuen Arbeitsplatz habe umgesetzt werden können, der ihm zusage. Nach der letzten Charge trafen sich bei Kleinenatrop die Mitarbeiter und Gäste zu einer kleinen Nachfeier. Hüttendirektor Dr. Brandy, der sich als Chef des Thomas-Stahlwerkes während des letzten Krieges mit diesem Betrieb und seiner Belegschaft besonders verbunden fühlte, sprach bei dieser Gelegenheit den Mitarbeitern Dank aus für alles, was sie im Thomas-Werk geleistet hatten. Schon 1910 habe August Thyssen, so sagte er, dieses Werk mit derselben Großzügigkeit geplant und errichtet, mit der man heute Stahlwerke baue. Das Thomas-Stahlwerk sei während seines ganzen Bestehens das Rückgrat der August Thyssen Hütte und seiner Ertragskraft gewesen. Denn bis zum Aufkommen des Oxygenstahls seien durchweg drei Viertel der Stahlproduktion aus diesem Werk gekommen. Für den Betriebsrat sprach Betriebsratsmitglied Willi Oman Worte des Abschieds an die Belegschaft, die er seit vielen Jahren betreut hat. Dabei dankte er Hüttendirektor Dr. Brandy, Werksdirektor Dr. Behrens und dem Chef des Oxygenstahlwerkes Bruckhausen, Oberingenieur Dr. Höfken, besonders aber Oberingenieur Dr. Hartmann für ihr Verständnis und die Zusammenarbeit bei der Lösung der zahlreichen Probleme, die sich mit der Stilllegung des Thomaswerkes und der Umsetzung der Belegschaft ergeben haben. Auf der Konverterbühne Oberingenieur Dr. Hartmann bei seiner Ansprache an die letzte Schicht Belegschaft und die Gäste und Betriebsleiter Schubert überreicht Dr. Hartmann zum Abschied vom Thomas Werk eine von ihm gefertigte künstlerische Gussstahlplastik. Vom Juli 1897 bis Januar 1945 Thomas Stahl aus Bruckhausen ist der nächste Abschnitt mit eingefügten Bildern bespricht die Entstehung des Werkes bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Bilanz des Geschäftsjahres 1893 für das Hüttenwerk der Gewerkschaft Deutscher Kaiser der heutigen August hütte wies einen Verlust in Höhe von 33.661,24 Mark auf. Der Geschäftsbericht stellte hierzu fest, dass dieser Verlust nicht nur durch die ungünstige Konjunktur auf dem Eisenmarkt bedingt war, sondern andererseits aber auch darin seinen Grund hat. Dass in der von uns als Hauptfabrikationszweig betriebenen Trägerfertigung ein erfolgreicher Wettbewerb unseres Siemens-Martin-Flusseisen mit dem billiger herzustellenden Thomas Flusseisen bei den für Altmaterial geltenden immer noch verhältnismäßig hohen Preisen nicht möglich ist. Rasche Abhilfe tat Not, um konkurrenzfähig zu bleiben. Und schon im nächsten Geschäftsbericht erfahren wir, um der weiterhin angespannten Wettbewerbslage auf dem Profileisenmarkt zu begegnen ist im laufenden Geschäftsjahre mit dem Bau eines Thomaswerkes begonnen und gleichzeitig mit Rücksicht darauf, dass nach den Erfahrungen der letzten Jahre in Zeiten so stark niedergehender Konjunktur nur die großen Werke, welche ihr Rohmaterial selbst erzeugen, wettbewerbsfähig und in etwa rentabel bleiben, der Beschluss zur möglichst schleunigen Errichtung einer Hochofenanlage gefasst worden. Den Bau des Thomasstahlwerkes hatte ein Fachmann der Burbacher Hütte, Wolf, übernommen, der beim Bau des dortigen Thomasstahlwerkes im Jahre 1890 Erfahrungen gesammelt hatte. Zur selben Zeit, und zwar im Oktober 1894, war auch Franz Dahl als neuer Leiter der bestehenden Stahl- und Walzwerksanlagen eingetreten. Mit ihm hatte August Thyssen einen Fachmann gewonnen, der in der Weiterverarbeitung von Thomas Stahl zu Profilstahl in verschiedenen Hüttenwerken reiche Erfahrungen gesammelt hatte, zuletzt auf den Röchlingschen Eisenwerken in Völklingen. Hier hatte Dahl 1891 den Bau des thomas das als eines der modernsten galt, als Walzwerkschef miterlebt. Wie kam August Thyssen dazu, sein Thomas-Stahlwerk nach Vorbildern aus dem Saargebiet zu errichten? Nun, die Situation im Saargebiet war der von Thyssen sehr viel ähnlicher als sonst wo im Ruhrgebiet. Auch im Saargebiet war man erst zu Beginn der 90er Jahre auf das Thomas-Verfahren umgestiegen und, da das Bessemer-Verfahren der Erze wegen nicht hatte angewendet werden können, auf den Neubau von Thomas-Stahlwerken angewiesen. Dabei ließen sich die inzwischen bekannten Verbesserungen und Erfahrungen besser anwenden als beim Umbau der Bessemer Anlagen, wie an der Rohr üblich. So blieb der Einfluss der Burbacher bzw. der Völklinger Hütte maßgeblich. Das erste thomas Thomas-Stahlwerk in Bruckhausen erhielt seinen Platz an etwa der gleichen Stelle, an der auch das letzte stand. Der Standort konnte transporttechnisch nicht günstiger gewählt sein, denn er lag dem Materialfluss entsprechend zwischen Hochofen und Walzwerk. Das Gebäude war in Ziegelmauerwerk ausgeführt. Die Konverterhalle war mit einer Größe von 46,2 Meter Länge zu 28,5 Meter Breite und 13,5 Meter Höhe für fünf Konverter berechnet, von denen zunächst nur vier in Betrieb kamen. Die Aufstellung der Konverter geschah nicht, wie damals üblich, im Kreis, sondern bereits in einer Linie. Die Nominalgröße der Konverter betrug 16 Tonnen. Es war ein Kompromiss. In Burbach arbeiteten 12 Tonnen, in Völklingen 17 Tonnen Konverter. Franz Dahl schlug vor, über Völklingen hinausgehend gleich mit 20 Tonnen Konvertern zu beginnen, drang aber mit seinem Vorschlag nicht durch, und man einigte sich auf die Mitte mit 16 Tonnen. Die Konvertermündung lag fast zentrisch, und nicht wie sonst üblich, winkelig zur Hauptbirnenachse. Ein Presswasserzylinder von 500 mm Durchmesser und 35 Atü-Druck besorgte das Schwenken. Die gemeinsame Steuerbühne lag den Konvertern gegenüber. Die Düsenböden der Konverter bestanden aus einzelnen in die Bodenplatte eingelassenen und mit je acht Windlöchern versehenen Magnesitdüsen. Am östlichen Ende außerhalb des Gebäudes befand sich ein hydraulischer Aufzug für den Transport des Kalkes, der noch auf Handkippwagen zur Kalkbühne weiter befördert wurde. Zum Kalk ist hier noch kurz zu sagen, dass die rheinischen Kalksteinwerke am 23. Oktober 1903 auf Veranlassung von August Thyssen in Wüfrath gegründet wurden. Kalk wird zur Stahlerzeugung als einer der Grundstoffe neben Eisen und Kohle benötigt. Als damals größter Stahlproduzent Europas benötigte er zu den Grundstoffen Kohle und Eisen noch den Kalk, der äußerst günstig gelegen zwischen den Industriezentren Duisburg, Düsseldorf, Wuppertal und Essen gefunden wurde. Das Gießen der Blöcke erfolgte in drei Tonnen Kokillen, der Transport auf Dampfgießwagen, die Rückkühlung der Kokillen in einem Wassertrog. Gießgruben und Kühltrog wurden durch fünf hydraulische Drehkräne mit einem Schwenkradius von sieben Metern bedient. Das Roheisen wurde zuerst unmittelbar vom Hochofen den Konvertern zugeführt. Die Gattierung erfolgte, wenn überhaupt, dann über drei Kupolöfen, die zum Umschmelzen des festen Roheisens am westlichen Ende des Thomaswerkes standen. 1899 errichtete man den Roheisenmischer am heutigen Standort an der verlängerten Achse der Hochofenanlage. Die Pfannenwagen wurden auf einer langen schrägen Rampe auf die Höhe der Konverterbühne herangefahren und über eine maschinelle verschiebbare Einlaufrinne in die Konverter abgekippt. Die Aufnahme aus dem Thyssenwerksarchiv zeigt das erste Thomas Stahlwerk in Bruckhausen mit den Kaminen für die fünf Konverter. Das Foto entstand kurz vor dem Neubau des zweiten Thomas Stahlwerkes, das unmittelbar neben dem alten Werk begonnen wurde und später Teile des Betriebes mit in die Werkshallen einbezog. Die Dolomitanlage lag in nördlicher Richtung zum Thomaswerk. Sie verfügte über drei Brennöfen zur Herstellung der basischen Ziegel. Außerdem gehörten zu ihr Teerkocher, Teerbehälter, Kollergänge, Pressmaschinen, Mischmaschinen und Bodenbrennöfen. Die Schlacke wurde in viereckigen Kübeln auf besonderen Schmalspurwagen zur etwa 150 Meter entfernt liegenden alten Thomas-Schlackenmühle abgefahren. Die ersten Zerkleinerungen erfolgten per Hand unter freiem Himmel. Das Maschinenhaus war ein zweischiffiges Gebäude, in dem sich zwei Akkumulatorenpumpen mit zwei Akkumulatoren, drei Gebläse für die Kupolöfen und zwei weitere Gebläsemaschinen für den Konverterbetrieb befanden. Alle arbeiteten mit Dampfantrieb aus einer Kesselanlage bzw. mit einer Zentralkondensationsanlage. Die Gebläsemaschinen waren von Thyssen und Co. in Mülheim gebaut worden. Als am 20. Juli 1897 dieses Thomas Stahlwerk mit seinen vier 16-Tonnen-Konvertern in Betrieb genommen wurde, konnte man am selben Tag vier Scharchen abblasen, die sich bis Ende des Monats auf insgesamt 114 steigerten. Sie verteilten sich auf elf Schichten, so dass die ersten vier abgerechnet auf jede Schicht zehn Scharchen entfielen. Der Monat Oktober brachte mit 954 Scharchen auf 52 Schichten die Höchstleistung dieses ersten Jahres. Im Durchschnitt leistete eine Schicht in dieser Zeit rund 15 bis 19 Chargen. Im Jahr 1898 steigerte sich die Zahl der Chargen auf 13.381. Für das Jahr 1903 war eine absolute Spitzenleistung zu verzeichnen, als in einem Monat 54 Schichten 2.691 Chargen leisteten, womit auf die Schicht im Durchschnitt 49,8 Chargen entfielen. Bis 1907 konnte bei 54 Schichten im Monat die Zahl der Chargen auf 64,5 pro Schicht gesteigert werden. Die absolute Höchstleistung lag jetzt bei 73 Chargen in einer Schicht, die Schicht immer mit 12 Stunden gerechnet. Das Jahr 1907 erbrachte insgesamt 38.485 Chargen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass seit 1904 ein fünfter Konverter mit ebenfalls 16 Tonnen Fassungsvermögen arbeitete. In den ersten zehn Jahren hatte das Werk bis zum Jahresende 1907 rund 3,9 Millionen Tonnen produziert. Bis zum 31. Dezember 1912 war die Produktion auf 7.427.953 Tonnen gestiegen. Die Konverterauskleidung hielt zunächst über rund 195 bis 198 Chargen und steigerte sich bis auf 255 Chargen. Als einzelne Höchstleistung konnten mit einer Konverterauskleidung 330 Scharschen erzielt werden. Seit 1910 ging man dazu über, verdichtete Luft beim Blasen zu verwenden. Über die Stahlmarken des ersten Werkes ist nichts mehr bekannt. Bedenkt man jedoch, dass das Werk bis zur Errichtung des Stahlwerkes in Hagendingen im Jahre 1912 das einzige seiner Art im Thyssen-Konzern gewesen ist und sowohl das Werk Mülheim wie das Walzwerk Dienstlaken mit Thomas Stahl versorgt hat, abgesehen von der Weiterverarbeitung in Bruckhausen selbst, dann kann man in der Annahme sicher gehen, dass fast alle damals gängigen Thomas Stahlmarken hier erblasen worden sind. Dass dieses Werk, das zu seiner Zeit zu den führenden thomas Stahlwacken zählte, bereits nach rund 15 Jahren Laufzeit durch ein modernes ersetzt wurde, ist ein Beweis für die rasche Weiterentwicklung des Thomas-Verfahrens und für die neuen Größenordnungen, in die der Thyssen-Konzern im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts hineingewachsen war. In diesen Jahren hat Franz Sültemir, seit 1898 technischer Generaldirektor, und seit 1901 Mitglied des groben Vorstandes der Gewerkschaft Deutscher Kaiser, die Entwicklung der Hochofen- und Stahlproduktion wesentlich beeinflusst. Syltemir war nach einer zweijährigen Praktikantenzeit, der sich das Chemiestudium an der Gewerbe- und Bergakademie in Berlin angeschlossen hatte, seit 1878 als Assistent von Gustav Hilgenstock beim Heuerder Bergwerks- und Hüttenverein tätig gewesen. Hier hatte er als junger Ingenieur die umwälzende Einführung des Thomas-Stahl-Verfahrens in Deutschland miterlebt und aktiven Anteil an wesentlichen Verbesserungen des Verfahrens gehabt, so besonders im Zusammenhang mit der Einführung des unmittelbaren Verblasens des flüssigen Roheisens, dem Konvertieren in einer Hitze. Hieraus entwickelte er zusammen mit Hilgenstock das Sogen-Hörder-Verfahren der Entschwefelung mit Hilfe des Mischers. 1888 wurde Sültemir zum Direktor der Hütte Vulkan auf dem Hochfeld bei Duisburg berufen. Hier kam er mit August Thyssen in Berührung, als dieser, eben im Begriff sein Thomaswerk zu errichten, auf der Suche nach einem nahegelegenen Roheisenlieferanten, seit 1894 das Unternehmen für einige Jahre unter seinen finanziellen Einfluss brachte. Der Ausbau der Bruckhausener Hütte der Gewerkschaft Deutscher Kaiser zu einem gemischten und in große Dimensionen wachsenden Hüttenwerk geschah weitgehend unter Syltemers Einfluss, denn als im Jahr 1897-98 Hochofen und Thomas Stahlwerk aufeinander eingespielt werden mussten, gewann August Thyssen Sültemir als technischen Generaldirektor der Gewerkschaft Deutscher Kaiser. Es bedeutete für August Thyssen einen schweren persönlichen Verlust, als Fritz Sültemir schon 1904, noch nicht 50 Jahre alt, eines Gehörleidens wegen aus dem aktiven Dienst ausscheiden musste. Bis 1909 blieb er als Berater dem Thyssen-Konzern eng verbunden, um sich dann endgültig zurückzuziehen. Das neue Thomas Stahlwerk dagegen, in dem am 28. Mai 1913 die erste Charge ablasen wurde, war im Wesentlichen eine Schöpfung von Franz Dahl. Es wurde fast an der gleichen Stelle des alten Werkes errichtet, ohne die Produktion zu unterbrechen. Während im neuen Werk bereits gearbeitet wurde, waren im alten noch Sprengkommandos tätig, um die festen Ziegelmauern aus dem Weg zu räumen. Das neue Werk war auf 530-Tonnen-Konverter ausgelegt, von denen einer bis zum Jahr 1918 ständig in Reserve stand. Für einen Sechsten, der im Juni 1925 in Betrieb kam, war der Platz bereits vorgesehen. Zudem war Bruckhausen jetzt nicht mehr die einzige Produktionsstätte für Thomas Stahl im Konzern. Kurz zuvor hatte auch das Stahlwerk Hagendingen, ebenfalls auf 530-Tonnen-Konverter ausgelegt, die Produktion aufgenommen. Um Platz für den Neubau zu gewinnen, musste zunächst die Kupolofenanlage in die nördliche Verlängerung des Erzlagerplatzes verlegt werden. Die Bauarbeiten der jetzt ganz in Stahlkonstruktion errichteten Hallen führte die Firma CH Jucho in Dortmund aus. Dieses Werk hat im Großen und Ganzen unverändert bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges gearbeitet und den Wiederaufbau nach der Demontagerichtung weisend mitbestimmt. Bei seiner Planung in den Jahren 1911 und 1912, die unter Dahls Leitung im Technischen Büro des Stahlwerkes erfolgte, wurden alle technischen Neuerungen in der Verfahrenstechnik und Bauweise ausgeschöpft mit dem Ziel, die Qualitäten zu verbessern und zu erweitern. Gleichzeitig konnte der Betriebsablauf mit der Einführung der Elektrizität als Antriebskraft und der in diesem Zusammenhang möglichen Verwendung schwerer Krane wesentlich rationalisiert werden. Eine Krananlage mit 35 Meter Spannweite und 55 Meter Länge besorgte im Mischerbetrieb sowohl das Einfüllen wie die Entnahme des für die Schmelzen bestimmten Roheisens. Das Entleeren der 30 Tonnen Pfannen in die Konverter erfolgte ebenfalls, statt wie bisher über die Rampe, mit 365 Tonnen dieslaufkranen, Pfannenkranen, direkt in die Konverter. Auch die Zufuhr von Schrott, Teer, Dolomitschlamm und anderen Materialien übernahmen zwei, die Konverterbühne bestreichende 15-Tonnen Laufkrane von 9,5 Meter Spannweite. Schließlich brachten ein 10-Tonnen Zangenkran, vor allem aber drei Stripperkrane mit je 20 Tonnen Tragkraft und 26 Meter Spannweite eine wesentliche Erleichterung beim Block- und Kokillentransport und beim Abziehen der Kokillen. Viele und harte Knochenarbeit fiel weg, manche blieb, und hat den Thomas-Stahl-Prozess bis zum Schluss ihren Stempel aufgedrückt. Der Schwenkantrieb der wieder in einer Achse liegenden fünf Konverter erfolgte wie zuvor hydraulisch, aber mit 50 atü druck Die Steuerung geschah nicht mehr gemeinsam von einer gegenüberliegenden Bühne aus, sondern unmittelbar neben jedem Konverter. Das Auswechseln der Böden bewältigten zwei hydraulisch betriebene Bodeneinsatzwagen, die von hinten unter die Konverter gefahren wurden. Die zunächst verwendeten Düsenböden tauschte man bald gegen gestampften Nadelböden aus. Als im Jahre 1926 die Anschaffung eines siebenten Konverters beschlossen wurde, musste das Stahlwachsgebäude verlängert werden. Die Unterkunftsräume der Belegschaften erhielten ihren Platz an der Westseite des Maschinenhauses. Der neue Konverter hatte ein Fassungsvermögen von nominal 42 Tonnen. Er wurde zwar im August 1927 in Betrieb genommen, aber erst zehn Jahre später voll ausgefahren, nachdem ein 3-Tonnen-Gießwagen für Pfannen von 42 Tonnen Inhalt in Betrieb gekommen war. Zunächst gab es nur einen Ofen zum Vorwärmen von Faromangan auf der Konverterbühne. Am Schluss waren es drei. In der verlängerten Achse der Konverter standen außerdem zwei Spiegeleisenöfen. Schließlich brachte eine Elektrohängebahn den Kalk in Kippkübeln von den Silos auf die Kalkbühne über den Konvertern und schüttete ihn in die Einlauftrichter der in seiner Konzeption einzigartige Gießbetrieb mit seinen gestaffelt angeordneten Gießständen wird, da er in dieser Grundform bis zum Schluss gearbeitet hat, hier später im Video etwas eingehender beschrieben. In den 20er Jahren dehnte sich der Gießereibetrieb bis ins alte Siemens-Martin-Werk 1 aus. Thomas Stahl wurde jetzt auch im Elektrostahlwerk verwendet. Bei den Qualitäten nahm von Anfang an die Entwicklung der Dynamogüten einen wichtigen Platz ein. Die Qualitätsverbesserung des Thomasstahls trat in den 30er Jahren besonders in den Vordergrund. Versuche, einen dem SM-Stahl qualitativ ähnlichen Thomas-Stahl zu entwickeln, brachten während des Krieges die Typenbezeichnung HPN (Hamborn Stickstoff Stähle) auf den Markt, die als Austauschstähle für SM-Qualitäten galten. Die Typenbezeichnung gibt es nicht mehr. Die Forschungsergebnisse wirken jedoch noch in der modernen Metallurgie fort. Das normale Blockgewicht betrug im Anfang entsprechend der Kapazität der Blockstraßen 4,3 Tonnen, erhöhte sich aber nach dem Ersten Weltkrieg bis auf 7 Tonnen. Einen weiteren wichtigen Fortschritt bedeutete die kraftwirtschaftliche Verbindung zum Hochofen. Im neuen Thomaswerk kamen von Anfang an keine Dampfmaschinen mehr in Betrieb. Den Gebläsewind, auf 2,5 ATÜ verdichtete Luft, lieferte die Hochofengaszentrale über zwei Gasgebläsemaschinen durch eine 1250 mm Windleitung von 900 m Länge. Der Neubau der Dolomitanlage war bereits im Jahre 1909 in Angriff genommen worden. Sie wurde im Laufe der Jahrzehnte ständig verbessert und erweitert. Die Siloanlage für Kalk und Dolomit war bereits in den Jahren 1906 und 1907 errichtet worden und fasste 2200 Tonnen. Die Elektrohängebahn verband sie mit der Konverterhalle. Schließlich war auch die Übergabe der Thomas Schlacke zu den Mühlen durch einen Bunker und ein mechanisches Schlagwerk zur Zerkleinerung weitgehend rationalisiert worden. Betrachtet man im Vergleich zu den technischen Verbesserungen die effektive Produktionssteigerung, die mit diesem neuen Werk erzielt wurde, ist man zunächst enttäuscht. 1912 das letzte volle Produktionsjahr des alten Werkes hatte rund 628.000 Tonnen gebracht, 1913 produzierten altes und neues Werk gemeinsam rund 634.000 Tonnen, im Jahr 1914 brachte das neue Werk allein rund 621.000 Tonnen. Während der Kriegsjahre blieb die Produktion unter 600.000 Tonnen. Die Erschwernisse, die das Ineinanderübergehen von alt und neu mit sich brachten, weiterhin die Schwierigkeiten bei der Gewöhnung der Belegschaften an die, für damalige deutsche Verhältnisse wenigstens, ungewöhnliche Konvertergröße, schließlich die Tatsache, dass, nicht zuletzt bedingt durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges, bis zum Jahre 1918 nur vier Konverter arbeiteten, diese Fülle von Hemmnissen verhinderten zunächst, dass sich das Werk voll entfalten konnte. Erst das Jahr 1924, also zehn Jahre nach seinem Beginn, brachte mit einer Jahresproduktion von rund 723.000 Tonnen die erste merkliche Steigerung der Produktion gegenüber dem letzten Friedensjahr mit rund 634.000 Tonnen Rohstahl. Mit dem Jahr 1927 überschritt die Produktion die Millionengrenze, unterbrochen nur von der Talsohle der Weltwirtschaftskrise in den Jahren 1932 und 1933. Selbst im letzten Jahr des Zweiten Weltkrieges hielt sich die Produktion, allen Fliegerangriffen zum Trotz, auf ansehnlicher Höhe. Schließlich setzte der letzte große Luftangriff am 22. Januar 1945 dem Thomas Stahlwerk zunächst ein Ende. Die Demontage durch die englische Besatzung und das anschließende Verbot für die Hütte, weiterhin Thomas Stahl zu produzieren, schienen das Schicksal dieses einzigartigen Werkes zu besiegeln. Nach dem Demontagestopp und erst recht seit Abschluss des Schumann-Plans erhielt es jedoch eine neue Zukunft. Sie begann, nachdem am 8. März 1953 die erste Charge im neu aufgebauten Werk, welches das dritte Werk war, wieder erblasen werden konnte. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges mit den zerstörten Hallendächern des Thomaswerkes vor dem linken Kamin. Der 80 Meter hohe Schornstein im Vordergrund, während des Krieges stillgesetzt und als Beobachtungsstand für den Werkluftschutz eingerichtet, wurde bei einem Nachtangriff von einer Bombe getroffen und durchschlagen. Trotz eines zwei Meter hohen Lochs stürzte der Kamin nicht ein. Die zwei Mann des Beobachtungspostens konnten erst nach zwei Stunden abgeseilt werden, da der eingebaute Aufzug zerstört worden war. Dazwischen aber lag ein weiterer Nachtangriff. Der Neuanfang 1951 mit der Wiederinbetriebnahme des ersten Hochofens nach dem Krieg. In den 1950er und 60er Jahren findet der Ausbau der August-Thyssenhütte AG zu einem Stahlkonzern statt. 1954-55 konzentriert sich die August-Thyssenhütte AG zunächst auf Erwerbungen aus den vertikal vorgelagerten Bereichen Bergbau sowie Steine und Erden, um ihre Rohstoffbasis zurückzuerlangen. Der anschließende horizontale Ausbau der august Düsenhütte hütte AG durch Übernahme der Aktienmehrheit an der Niederrheinischen Hütte AG in 1956, der Deutsche Edelstahlwerke AG in 1957, der phoenix rhein AG vereinigte Hütten- und Röhrenwerke in 1964 und der Hüttenwerk Oberhausen AG in 1968 dient der Diversifizierung. Ihre Produktpalette umfasst Profil- und Flacherzeugnisse in allen Qualitäten bis zum hochlegierten Edelstahl. Durch gegenseitige Abstimmung der Produktionsprogramme werden Rationalisierungsgewinne möglich. Das Bild zeigt eine Feierstunde auf der Thyssenhütte am 7. Mai 1951 bei der Wiederinbetriebnahme des ersten Hochofens nach dem Krieg. Im Vordergrund der älteste Hochofenmann der damaligen Belegschaft. In den frühen Morgenstunden des 8. März 1953, es war ein Sonntag, konnte nach durchwachter Nacht die erste Charge auf Konverter 6 geblasen werden. Ein Vorgang, wie er sich täglich im Thomaswerk der Hütte abspielt. Bei der Probenahme zeigt das Bild Meisterbretz mit den beiden Konvertermännern Andreas Stankewitz und Heinrich Hüften. Die erschmolzene Stahlprobe wird mit in langer Erfahrung geschärftem Blick unter die Lupe genommen. Der Mensch und der Stahl in den Anfängen der Wiederinbetriebnahme mit der Mischerfüllung sowie der Pfannenfüllung. Die august hütte aus 60 Meter Höhe gesehen im Juni 1956. Aus einer neuen Sicht zeigt dieses Foto unsere Hütte. Es gibt einen Rundblick von der Sauerstoffanlage des Thomaswerks am rechten Bildrand über die ganze Hochofengruppe und die Kokerei. Besonders eindrucksvoll lässt das Bild vor allem die Größe der beiden Hochöfen 8 und 9 am südlichen Ende der Hochofenanlage und die Höhe erkennen. Innerhalb dieser Reihe kann man 13 Schornsteine zählen. Der zweite von rechts gehört zur Sinteranlage, die beiden am linken Bildrand zur Schachtanlage beäckerwert. Im Vordergrund die Anlagen des Tütsen-Stadions, dahinter die Häuser von Bruckhausen mit der Liebfrauenkirche, links die Dieselstraße. Diese Aufnahme machte unser Betriebsfotograf Ernst Schröder aus 60 Meter Höhe vom Gasometer der Thyssenschen Gas- und Wasserwerke an der Franz-Lenze-Straße. Der Mensch und der Stahl in den Anfängen der Wiederinbetriebnahme mit zwei weiteren beeindruckenden Bildern. Das linke Bild zeigt den Kokillenguss-Gießstand mit der Pfanne im Kran hängen wird der Stopfen über die Stopfenstange geöffnet und lässt den Stahl in der fallenden Gussform herausfließen. Die Gießzüge wurden hiermit mit Dieselloks von und zu den Bühnen transportiert. Zu dem rechten Bald kann man sagen heiß ist die Arbeit, die wie Heinrich Hüfken als dritter Konvertermann im Thomaswerk und wie viele Mitarbeiter in Betrieben unserer Hütte täglich leisten müssen. Schichtwechsel am Tor 1 in September 1957 zwischen 13:30 und 14:30 Uhr an Tor 1 unserer Hütte. Mit Moped und Motorrad, Roller und Auto, sowie mit einer Flut von Fahrrädern fährt die Belegschaft zur Schicht oder nach Hause. Hier sind zwei Zeichnungen des Blasstahlwerkes RoRort aus dem Jahr 1959, um ein besseres Verständnis für die Einrichtungen des Stahlwerkes zu bekommen. Leider gibt es hier keine Zeichnungen des Bruckhausener Thomaswerkes. Diese Zeichnung erläutert den gesamten Komplex des Blasstallwerks. Die Zahlen bedeuten 1. Roheisenzufuhr mit Torpedopfanne. 2. Roheisenmischer. 3. Konverter. 4. Dolomitaufbereitung. 5. Bodenbrennöfen. 6. Presswasser- und Pressluftanlage. 7. Kübeltransportbahn, Heckel. 8. Kalktiefbunker. 9. Stahlübergabewagen. 10. Gießstände. 11. Pfannenputzstand und Stopfenstangenofen. 12. Kokillenzüge. 13. Kokillenroste und Kippstühle. 14. Tiefhöfen. 15. Zufuhrrollgang zur Block und Kontistraße. Die schraffierte Fläche deutet das Gelände an, welches das alte Thomaswerk 2 einnahm. Basierend an diesem Querschnitt kann man erkennen, wie ein Produktionsablauf im Thomas Stahlwerk war. Leider haben die Hamborner über ihrem Werk nichts gezeigt. Der 300-Tonnen-Konverter wurde im August 1956 aufgebockt. Im Thomaswerk unserer Hütte musste kürzlich eine Reparatur an einem Konverter vorgenommen werden, wie sie nur sehr selten einmal notwendig wird. Am Konverter 5 waren die Lagerschalen aus Baumwollhartgewebe zerbrochen, sodass sich die stehllernen Tragzapfen des Konverters auf den Lagerbock gelegt hatten und die schwalbenschwanzförmigen Nuten im Lagerbock zum Einführen und Festhalten der Lagersegmente zerstört waren. Der 300-Tonnen-Schwere-Konverter musste deshalb um einen Meter gehoben und aufgebockt werden. Mitarbeiter des Maschinenbetriebes Thomas Werk konnten dann die notwendigen Reparaturarbeiten in einer ununterbrochenen Arbeit von 40 Stunden durchführen. Unser Bild zeigt die Vorarbeiter Müller und Wirt, sowie den Maschinisten Lanke bei der Reparatur auf der Konverterbühne. Im Vordergrund der Konverterlagerbock der Zahnstangenseite, wie er mit Kettenzügen, Greifzügen und elektrischen Winden unter dem Tragzapfen herausgezogen wird. Im September 1956 schreibt man, dass der Wind im Monatsdurchschnitt 50 Millionen Kubikmeter für das Thomas-Stahlwerk beträgt, und zeigt dazu einige Bilder. Das Bild links, vom Steuerpult aus wird der Gang der Gebläsemaschinen reguliert. Maschinist Walter Brzyski muss dieser Arbeit volle Aufmerksamkeit widmen. Daneben, vor dem mächtigen Polrad einer Gasdynamomaschine in der Kraftzentrale 2 kontrolliert Obermaschinist Heinrich Wagner den Ölfluss zum Kurbellager. Kraftmaschinen beanspruchen laufend eine sorgfältige Pflege, die Putzlappen spielen daher hier auch eine besonders große Rolle, meinte Maschinist Wilhelm Karau, der in der ebenfalls in der Kraftzentrale 2 tätig ist. Bild rechts: Diese an die Gasgebläsemaschinen angeschlossenen Behälter fangen Druck und Stoß des Gebläsewindes auf und leiten den Wind weiter in die nach den Winderhitzern und anderen Abnehmern gelegten Leitungen. Anmerkung: Als 17-jähriger in 1969 habe ich diese Maschinen noch selbst laufen gesehen. Die Kraftanlage 2 war direkt gegenüber von der Werkstatt unseres Reparaturbetriebes. Diese riesigen schönen Ungetüme von Maschinen sind für mich unvergesslich. Als ich 1985 in Kolumbien vier Pumpstationen mit insgesamt 20 großen Ellen Dieselmaschinen gebaut habe, musste ich häufig an die riesigen Kraftmaschinen bei Thyssen denken. Wo wir vom Wind bereits geredet haben, möchte ich hier auch gleich den Sauerstoff hinzufügen. Neue Sauerstoffanlage verbessert Thyssen Stahl. Stahl wird mit Sauerstoff gefrischt, schreibt man im August 1955. Wozu braucht man solche Mengen von, wie schon erwähnt, stündlich 2600 Kubikmeter Sauerstoff? Hauptabnehmer wird das Thomas-Stahlwerk sein. Bekanntlich bläst man in den Thomas-Konvertern die Luft durch das Eisen, um mit dem in ihr enthaltenen Sauerstoff die unerwünschten Bestandteile des aus dem Hochofen kommenden Roheisens zu verbrennen und zu verschlacken. Dabei wird das Roheisen in schmiedbaren Stahl umgewandelt. Für eine Schmelze von 40 Tonnen braucht man ganze 16 Tonnen Luft, das sind etwa 13.000 Kubikmeter. Der Stickstoff, etwa 4 Fünftel der Luft, geht zum allergrößten Teil durch das Eisen hindurch. Er wird dabei lediglich aufgeheizt und stiehlt Wärme. Ein ganz kleiner Teil, 0,03 Prozent, das sind 3 Kubikmeter von den insgesamt 9.000 Kubikmetern Stickstoff in den 13.000 Kubikmetern Luft, bleibt im Eisen hängen. Und dieser Stickstoff, der im Eisen nur etwa 0,015% ausmacht, gibt dem Stahl die unerwünschte Eigenschaft zu altern. Der Stahl wird beim Verarbeiten, beim Erwärmen, ja beim bloßen Liegen glasartig spröde. Je mehr Stickstoff aus der Luft, die man in dem Konverter durch das Eisen bläst, entfernt werden würde, umso weniger könnte auch vom Eisen aufgenommen werden. Zugleich würde auch umso weniger Wärme mit diesem Stickstoff aus dem Konverter herausgetragen. Fügt man der normalen Luft vom Sauerstoff, wie ihn die Sauerstoffanlage liefert, hinzu, so steigt ihr Sauerstoffgehalt an, es sinkt aber der Stickstoffgehalt. Das bedeutet genauso viel, als hätte man aus der Luft Stickstoff entfernt. Eine Sauerstoffanreicherung von den 21% unserer Luft auf nur 35% aber bedeutet, wie ein scharfsinniger Rechner leicht nachprüfen kann, eine Stickstoffverminderung für die Schmelze auf die Hälfte des mit reiner Luft durchgeblasenen Stickstoffes. Entsprechend sinkt auch der Stickstoffgehalt im Stahl, er erreicht Werte, die nun nicht mehr gefährlich sind. Zugleich geht die Schmelze heißer, sie verträgt mehr Schrott und kann stärker gekühlt werden. Dass bei Sauerstoffanreicherung in der Blasluft alle Vorgänge bei höheren Temperaturen ablaufen, davon zeugt dann auch die stärker werdende Entwicklung der braunen Rauche. Nach dem Thema Sauerstoff kommt nun der Abschnitt, wie die Metallurgen bei der Entwicklung besserer Thomasstähle halfen. Unter Dr. Eichholz begannen die umfassenden Forschungen und Untersuchungen, die als HPN-Versuche weltbekannt wurden: H gleich Hamborn, P gleich Phosphor, N gleich Nitrogen, also Stickstoff. In jenen Jahren wurden in unermüdlicher Arbeit die Verfahren entwickelt, Phosphor- und Stickstofffarme Thomasstähle zu erzeugen. Denn der unerwünschte Gehalt an Stickstoff und Phosphor bedingt die geringere Verwendungsmöglichkeit des Thomasstahls gegenüber dem Siemens-Martin-Stahl. Die HPN-Forschungen, an denen auch andere Stahlwerke wesentlichen Anteil hatten, haben es möglich gemacht, stickstoff- und phosphorarme Thomasstähle zu produzieren und sie für weitere Zwecke verwendbar zu machen. Diese Verfahren sind allgemein gut der deutschen Industrie geworden. Zahlreiche Patente ruhen auf ihnen. Auch heute sind die Männer der Forschung und des Betriebes auf unserer Hütte ohne Unterlass tätig, diese Arbeiten fortzuführen mit dem Ziel, den Thomasstahl weiter zu verbessern. In der Bildmitte der Leiter der Versuchsanstalt der august thyssen hütte Dr. Ingenieur Theo Kurz, der im Oktober 1956 zum Professor an der Bergakademie Clausthal im Oberharz ernannt wurde. Das Bild zeigt ihn mit seinen beiden engsten Mitarbeitern Dr. Rähler-Meyer, links, und Diplom-Ingenieur Schauwinhold, rechts, beim Betrachten der Baupläne für die neue Versuchsanstalt. Die Schematik des Materialflusses in den Werksanlagen im Februar 1962. Hier ist zu beachten das neue Oxygen Stahlwerk in BEK wert mit zwei Konvertern und einem Roheisenmischer. Die Forderung von Willy Brandt. Die Smogkrise im Ruhrgebiet 1962 ereignete sich zwischen dem 3. und 7. Dezember. Grund dafür waren die Luftverschmutzung und eine umgekehrte Wetterlage. In unserem Teil des Rohrgebiets erreichte der Anteil an Schwefeldioxid in der Luft 5000 Mikrogramm pro Kubikmeter, und die Tagesmittelwerte des Feinstaubs in der Luft erreichten bis zu 2400 Mikrogramm pro Kubikmeter. Fast 20% mehr Menschen starben als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Himmel in Duisburg-Bruckhausen und Umgebung war zu dieser Zeit meist bräunlich, und Staub fiel vom Himmel. Es traf uns von allen Standorten der Stahlindustriegebiete. Im Bundestagswahlkampf 1961 forderte Willy Brandt einen blauen Himmel über dem Ruhrgebiet. Schlagzeilen der august hütte im Dezember 1964. Kampf gegen den braunen Rauch kostet viele Millionen. Anteil des thomas stahls rückläufig. Mehr Oxygen-Stahlwerke. Entstaubung bei Thomas-Stahlwerken schwierig und kostspielig. Die Frage der Wirtschaftlichkeit. Wahl des richtigen oxygen Hüttenwerke unter Zeitdruck. Mein Kommentar zu diesen Schlagzeilen. Fünf Jahre später ist es vorbei, das Thomaswerk schließt. Nachdem hier im Video bereits viel gezeigt und erklärt wurde, folgt nun die detaillierte Thomaswerksbeschreibung, welche der ehemalige Leiter des Thomaswerkes, Dr. Ingenieur Theodor Hartmann, anfangs 1970 machte. Einige der eingefügten Bilder wurden von mir aus anderen historischen Werkszeitungen hinzugefügt und auch kommentiert. Das Stahlwerk vom 8. März 1953 bis zum 27. Dezember 1969. Das 1914 in Betrieb genommene Thomas Stahlwerk hatte im Zweiten Weltkrieg und durch die nachfolgende starke Demontage schwer gelitten, doch waren noch wesentliche Teile wie Fundamente der Hallen sowie die Leitungssysteme erhalten geblieben. Deshalb schien ein Wiederaufbau in grundsätzlich gleicher Bauweise lohnend. Das Zurückgreifen auf alte Bauteile hatte, so erfreulich die Kapitaleinsparung damals auch war, später einige Schwierigkeiten zur Folge. Als Beispiele seien nur das zu geringe Drehmoment des Konverterantriebs oder die nicht ganz in den Materialfluss passende Pfannenzustellung genannt. Auch die zur Zeit des Wiederaufbaus schon nicht mehr moderne Form der Mischergefäße ist auf solche Einflüsse zurückzuführen. Ganz modern war jedoch die Konzeption der breiten Konverterbühne, die den Einsatz von Autoschaschiermaschinen erlaubte, wodurch die Konverterleute von der Knochenarbeit entlastet wurden. Im Endzustand umfasste das am 8. März 1953 wieder in Produktion gegangene dritte Thomaswerk der Art folgende Anlagen. In Verlängerung der Achse der Hochofengruppe stand die Mischeralle mit drei Mischern von je 1000 Tonnen Fassungsvermögen. Die Mischergefäße hatten bei einer Länge von 12,3 Meter und einem Durchmesser von 7,3 Meter zwei seitlich angeordnete Eingüsse. Der Durchsatz für eine Ausmauerung belief sich auf ca. 1,2 Millionen Tonnen Roheisen. Die Kranausrüstung bestand aus zwei 100 Tonnen Einleerkränen. Die Roheisenanfuhr zum getrennt von der Mischeralle liegenden Thomaswerk erfolgte mit einer E-Lok der Ewigkeit. Das eigentliche Thomaswerk war in stumpfem Winkel zur Achse Hochofen, Mischer angelegt, und bildete den südlichen Teil des Hallenkomplexes, der nach Norden zu Block- und Fertigstraßen, sowie zu Richtung 1 umfasste. Die sieben in einer Reihe angeordneten Konverter von 40 Tonnen Nennkapazität hatten ein mittleres Rohstallausbringen von etwa 37 Tonnen je Schmelze. Ihre Höhe ohne Windkasten betrug 7,5 Meter. Die etwas ovale Form wird durch die Abmessungen Flanke zur Flanke gleich 4,5 Meter und Rücken zum Bauch gleich 4,9 Meter beschrieben. Das Gefäßvolumen wurde zu 123 Kubikmeter berechnet. Eine neue Auskleidung umschloss einen Raum von 44 Kubikmeter. Das Gewicht der Ausmauerung belief sich auf 135 Tonnen einschließlich 35 Tonnen Dauerfutter, das Gewicht eines Bodens auf etwa 12 Tonnen. Die Konverterhaltbarkeit lag bei 350, die Bodenhaltbarkeit bei etwa 90 Chargen. Es wurden vier verschiedene Bodengrößen verwendet. Die relativ engen Konverterkamine waren in der Schräge wassergekühlt, sonst mit keramischen Platten ausgekleidet. Auf der Konverterbühne standen außerdem zwei gasbeheizte Ferromangan-Vorwärmöfen. In Verlängerung der Konverterreihe nach Osten befanden sich zwei Kupolöfen, sogenannte Spiegelöfen. Bei einem Durchmesser von 3 Meter hatten sie eine Schmelzleistung von ca. 12 Tonnen je Stunde. Das in ihnen umgeschmolzene Spiegeleisen diente als Legierungszusatz bei der Erzeugung von Hartstahl. Der Stahl wurde mit zwei von drei vorhandenen Stahlentnahmewagen an die drei Gießkatzen oder an den Gießkran der Gießhalle Korea übergeben. Die 65 Tonnen Gießkatzen übernahmen etwa in Höhe der Spiegelöfen den Quer-Transport der Stahlpfannen in die Gieß- und Stripperhalle zu den Gießständen 1 bis 3. Hier wurde in auf Wagen stehende Kokillen gegossen, die Bewegung der Wagen unter der Pfanne hindurch erfolgte durch Seilzüge. Diese aus dem Jahre 1911 stammende Konzeption des Gießbetriebs mit der heute ungewöhnlichen Anordnung von Gießkatzen und Gießbühnen erwies sich noch 50 und mehr Jahre später als außerordentlich leistungsfähig. Meine Anmerkung: Der Bahnübergang zwischen Mischeranlage und Thomaswerk mit der e log Ewigkeit. Dieser Bahnübergang war mir gut bekannt. Schon als Lehrling gegen Ende 1967 überschritt ich diesen häufig. Er lag auf der Hauptverkehrsstraße der August Thyssen Hütte. Die Mischeranlage war auf der Hochofenseite. Ich fragte mich immer, warum sind die Mischer so weit von Thomas Werk entfernt, aber die Frage war überflüssig, da auch ohne Mischer das Roheisen die Straße hätte passieren müssen. Der ganze Bereich an diesem Übergang roch immer stark nach Roheisen wie bei einem Hochofenabstich und nach Stahlkochen. Kein Wunder, wir waren ja mittendrin. Nicht weit entfernt von diesem Übergang war die Waschkaue, in der ich mich umzog, als ich damals in der Warmschweißerei der Werkstatt 4 gearbeitet habe. Das war die Waschkaue, wo sich auch die Stahlwacker des Thomaswerkes umzogen. In 1957 schrieb man: Zwischen Mischeranlage und Thomaswerk steht seit kurzer Zeit eine ständige Wache. Nähert sich ein Pfannenzug, hält der Mann mit Schelle und Fahne den gesamten Verkehr an, bis die Gefahr vorüber ist. Die Bilder zeigen die Mischeranlage des Thomaswerkes mit ihren drei 1.000-Tonnen-Mischern bei Nacht. Es ist eine gigantische Technik, Abschlacken einer mächtigen Stahlpfanne in der Mischeranlage im August-Düssen-Hüttenwerk des Monates Juni 1955. Die Schmalspur-Kokillenwagen fassten zwei Blockkokillen bis zu 8 Tonnen, jedoch nur eine Kokille eines größeren Blockformats oder eines Brammenformats. Östlich an die Gießstände schloss sich das Schmalspurgleisnetz an, das durch den größten Teil der Stripperhalle verlief. Entlang dieser Gleise waren drei Deckelbühnen errichtet. Der Transport der Gießzüge von und zu den Bühnen erfolgte mit Diesellokomotiven. Der Kokillenpark umfasste meist mindestens drei verschiedene Blockformate und sechs Brammenformate. Da die Kokillenrostfläche keinen so großen Kokillenstand zuließ, dass allen häufig stark schwankenden Walzwerksprogrammen nachgekommen werden konnte, mussten die Kokillen zeitweise mit Wasser gekühlt werden. Zu dem Zweck befanden sich im ganzen Gießbetrieb verteilt fünf Kokillenkühlbecken. Zur Übergabe der Rohblöcke an die anschließende Tifofenanlage standen sieben mit Gewichtswagen versehene Rohblockfähren zur Verfügung. An den in der Gießhalle Korea befindlichen Gießständen vier bis sechs wurden nicht auf Wagen gegossen, dieser Platz eignete sich deshalb bevorzugt für Hauben und Steiguss. Den Quertransport der Rohblöcke von Korea in die Stripperhalle besorgten zwei Blockfähren. In der Konverterhalle einschließlich ihrer Verlängerung Korea standen fünf Gießkräne von 50 bis 80 Tonnen Tragfähigkeit zur Verfügung, die wahlweise als Rohreisen-Einlehrkran für die Pfannenzustellung oder als Gießkran arbeiten konnten. Auf eigener Fahrbahn liefen in Korea zwei Stripperkräne von 30 Tonnen. In der Stripperhalle arbeiteten je zwei 25 Tonnen und 40 Tonnen Stripper. Die Pfannenmauerei am westlichen Ende der Stripperhalle wurde durch einen 30 Tonnen Laufkran bedient. Auf der Kalkbühne sorgten zwei Laufkräne von 15 Tonnen für die Bereitstellung von Schrott und Spiegeleisen. Die Hofkranbahn war mit zwei 25 Tonnen Laufkränen besetzt. Außerdem war im Bereich Dampfkrangleis, wo sich das Kokillenlager und der Kokillenreparaturplatz befanden, ein 15 Tonnen Laufkran und über dem Lagerplatz Plateaugleis ein weiterer 15 Tonnen Laufkran vorhanden. Die Dolomitanlage war nach modernsten Gesichtspunkten 1952-1953 vollständig neu gebaut worden. Als Zerkleinerungsaggregate dienten drei Täler und zwei Kugelmühlen, sowie ein Backenbrecher. Eine Entstaubungsanlage sorgte allen beim Zerkleinern oder Transport entstehenden Staub ab. Die Klassieranlage erlaubte, den Dolomit in fünf Kornfraktionen zu separieren. Von ihr aus wurden über eine Gattierungswaage die vier mit aufgehängten Läufern arbeitenden Kollergänge und der Schlammmischer beschickt. Zwei Teervorratskessel von je 36 Tonnen mit vier nachgeschalteten Teerkochern sorgten für die Teerbevorratung. Die Böden wurden auf dem Vibrierstand als Nadel, später als Kupferröhrchenböden lagenweise mit aufgelegter Vibratorplatte hergestellt. Zum Brennen der Böden standen fünf Öfen für je fünf Böden zur Verfügung. Die Steinherstellung erfolgte auf zwei Steinpressen mit einem Pressdruck von 1000 Tonnen, was für den Normalstein einen spezifischen Druck von 1500 kg je Quadratzentimeter ergab. Zur Lagerung des Dolomits waren zwei Bunker im anschließenden Kalksilo reserviert. Der Transport vom Bunkeraustrag in die Dolomitanlage erfolgte durch Vibrationsrohre. Im neben der Dolomitanlage in Richtung Kaiser Wilhelmstraße liegenden Kalksilo wurden in 24 Bunkern von 127 bis 375 Tonnen Fassungsvermögen Kalk, Kalkstein, Sand, Erz, Koks und so weiter bevorratet. Zwei Kräne von 10 Tonnen füllten die Bunker mit dem in Klappkübeln auf Eisenbahnwagen angelieferten Material. Der Transport dieser Stoffe auf die Kalkbühne erfolgte mittels der Kalkhängebahn. Das nicht in Bunkern lagerfähige Material wie Schrott, Roheisenmasseln und so weiter lagerte im Bereich der Hofkranbahn und wurde in Mulden von den Kalkbühnenkränen durch die zwei an den Enden der Kalkbühne befindlichen Aufzugschächte zur Kalkbühne hochgezogen. Zur Lagerung von Mischersteinen, Legierungsmitteln und anderen feuchtigkeitsempfindlichen Materialien stand ein Steinschuppen zur Verfügung. Die Schlackenabfuhr erfolgte mit rechteckigen Hauben von 8 Kubikmeter Fassungsvermögen und später auch mit Schlackenpfannen von 9 Kubikmeter Inhalt. Als am 8. März 1953, zur Zeit des Koreakrieges, die erste Schmelze erblasen wurde, war der beschriebene Endausbau allerdings auch nicht angenähert erreicht. Diese erste Schmelze wurde auf Konverter 6 in dem mitten im Aufbau befindlichen Werk gemacht und unter außerordentlich primitiven Bedingungen in einer Gießhalle abgegossen, in der es zwischen alten Trümmern, Neubauelementen, Büschen und Sträuchern wie im kriegsverwüsteten Korea aussah, dieser Platz hat deshalb den Namen Korea behalten. Der Neubau des gesamten Stahlwerks nahm noch einige Jahre in Anspruch. Bis Ende 1953 standen ein Mischer und drei Konverter, dazu kamen 1954 der vierte Konverter, der zweite Mischer und die beiden Spiegelöfen, sowie 1955 ein weiterer Konverter. Seit Ende 1955 konnte nach Fertigstellung der Bruckhauser Sauerstoffanlage mit angereichertem Wind geblasen werden. 1956 wurden die Manganvorwärmöfen errichtet, 1957 der dritte Mischer sowie der sechste Konverter. Erst 1959 war mit der Erstellung des siebten Konverters, der im Gegensatz zu den sechs anderen genieteten Konvertern in geschweißter Ausführung geliefert wurde, die Neubautätigkeit im Wesentlichen abgeschlossen. Die Dolomitanlage war bereits 1957 voll ausgebaut. Mit fortschreitendem Ausbau stieg auch die Produktion des Stahlwerks Nachdem die ersten Anlaufschwierigkeiten überwunden waren, lag die Monatskapazität 1954 bei etwa 45.000 Tonnen Rohstahl. Sie stieg nach Erreichen des Endausbaus auf über 160.000 Tonnen, was einer Stundenleistung von rund 250 Tonnen oder einer Schichtleistung von etwa 2.000 Tonnen entspricht. Die Rohstahlerzeugung teilte sich nach dem Vollausbau größenordnungsmäßig so auf, dass zwei Drittel der Gesamtmenge als Quadratblöcke zur Blockstraße 1 und weiter zur Fertigstraße gingen, während das restliche Drittel als Brammen über die Blockstraße 2 zum Warmbandwerk 1 lief. Die Zahl der Stahlmarken stieg im Laufe der Zeit rapide an. Während man im Stahlmarkenverzeichnis vom 1. September 1953 tatsächlich nur ganze 17 Thomasgüten finden konnte, waren 1969 über 200 verschiedene Stahlmarken für das Thomaswerk aufgeführt. Standardqualitäten für Halbzeug waren Draht- und Röhrenstreifen, für Trägerprofile die Baustähle ST37 und ST42 in einer Vielzahl von Abstufungen, sowie die vergütbaren Stähle für den groben Ausbau. Ein wesentlicher Bestandteil des Qualitätsprogramms waren immer die Dynamogüten, deren Produktion in letzter Zeit fast 20.000 Tonnen je Monat erreichte. Die hochsilizierten Dynamogüten mit über 3% Silizium, für die teilweise der höchstzulässige Schwefelgehalt bei 0,005% lag, dürfen durchaus zu den metallurgischen Spitzenleistungen des Thomaswerks gerechnet werden. Als Beispiel für eine unberuhigte Spitzengüte sei die Qualität VKZ, verbesserter Konverter stahl erwähnt, die mit einer Analysenvorschrift von maximal 0,007% Stickstoff und maximal 0,030% Phosphor in Mengen bis zu 20.000 Tonnen monatlich erzeugt wurde. Nicht vergessen werden darf auch der Schienenstahl mit 60 und bevorzugt mit 70 kg je Quadratmillimeter Festigkeit, der über manche Jahre mit Hilfe der Spiegelöfen in Mengen bis zu 15.000 Monatstonnen hergestellt wurde und der immer besonders sorgfältiges Arbeiten erforderte. Andere schon seit längerer Zeit aus dem Programm gestrichene Güten, die besondere metallurgische Anforderungen stellten, wie zum Beispiel Automatenstahl oder Wasserfederdraht, seien nur am Rande erwähnt. Die zunehmende Zahl der Stahlgüten war nicht zuletzt durch die immer steigenden Qualitätsanforderungen der Kundschaft bedingt. Parallel zu den Bemühungen um eine verbesserte Qualität lief selbstverständlich immer das Bestreben nach verbesserter Wirtschaftlichkeit. Dieser letztere Gesichtspunkt sei an einem Beispiel aus dem Gießbetrieb erläutert, am Rohblockgewicht. Je größer das Rohblockgewicht ist, umso leistungsfähiger sind Gießbetrieb und Blockstraße und umso höher liegt das Ausbringen der Blockstraßen. Dabei sind dem Blockgewicht naturgemäß gewisse Grenzen gesetzt, zum Beispiel durch die Tragfähigkeit der Kräne oder auch die zulässige Länge des Walzstabes. In der Geschichte des Thomaswerks war eine ständige Steigerung des Blockgewichts zu beobachten, was allerdings nicht zuletzt auch auf das Betreiben des Walzwerks zurückzuführen war. In den allerersten Anfängen 1953 waren ein 2,2 Tonnen und ein 3,8 Tonnen Block die Standardquadratformate. Nach Anlaufen der Blockstraße 1 war der 6 Tonnen Block stark gefragt. Aus diesen Gegebenheiten ergab sich 1954 ein mittleres Blockgewicht von ca. 4,5 Tonnen, das jedoch schon 1955 auf 5,6 Tonnen anstieg. Nach einem Versuch mit einem 5 Tonnen Block, der aber bald wieder aufgegeben wurde, kam es 1956 zur Einführung eines zusätzlichen 7 Tonnen Blocks. Im Jahr 1960 ergab sich dann schon ein mittleres Rohblockgewicht von 6,0 Tonnen. 1961 kam speziell für schwere Träger ein 12-Tonnen-Block dazu, der aus qualitativen Gründen nur Silizium -halb beruhigt gegossen werden durfte. 1964 wurde der 7-Tonnen-Block durch einen 8-Tonnen-Block abgelöst, und dieser verdrängte in den folgenden Jahren immer mehr den alten 6-Tonnen-Block. So konnte 1969 ein mittleres Gewicht der Quadratblöcke von fast 7,9 Tonnen erreicht werden. Die erforderliche Belegschaftsstärke einschließlich Ersatz für Urlauber und Kranke, jedoch ohne Kranführer und Instandhaltungspersonal, lag bei 456 Mann, wenn im Vier-Konverter-Betrieb bei Einhaltung der 40-Stunden-Woche auf 20 Schichten in jeder Woche gearbeitet wurde. Um den tatsächlichen Belegschaftsstand angenähert auf dem Sollwert zu halten, mussten im Laufe der Zeit auch ausländische Arbeitskräfte eingestellt werden. Solange der Anteil bei 15 bis 20 Prozent der Gesamtbelegschaft lag, ergaben sich keine großen Schwierigkeiten. Als jedoch Ende 1968 der Anteil der Ausländer auf 34 Prozent stieg, jeder dritte Mitarbeiter in Thomaswerk also ein Ausländer war, wurde die Situation kritisch. Es bereitete den Obermeistern beachtliche Schwierigkeiten, noch alle Posten, für die zumindest eine teilweise Beherrschung der deutschen Sprache Voraussetzung war, mit geeigneten Leuten zu besetzen. Nicht zuletzt deshalb wurden Anfang 1969 bei Stilllegung der Dolomitanlage die Zustellung der Konverter und die Pfannenmauerei im Lohnauftrag an Unternehmer vergeben. Dass das metallurgisch so elegante Thomas-Verfahren, und elegant war dieses Verfahren, dessen Wesen ja darin bestand, phosphoraltiges Roheisen durch keine anderen Maßnahmen als Einblasen von Luft und Zusatz von Kalk in Stahl umzuwandeln, einmal würde aufgegeben werden müssen, war schon seit Jahren abzusehen. Zwei Gründe waren es vornehmlich, die zu dieser Entwicklung führten. Einmal waren es die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die Erlasse des Arbeits- und Sozialministers des Landes Nordrhein-Westfalen über Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft und zur Bekämpfung des braunen Rauchs aus den Jahren 1961 und 1962, zum anderen war es die stürmische Entwicklung des Sauerstoffaufblasverfahrens. Des sogenannten Oxygenverfahren, das es mit seinen wesentlich größeren Einheiten erlaubte, einen Stahl besserer Qualität wirtschaftlicher zu erzeugen. Nachdem sich mit dem Baubeginn des neuen Oxygenstahlwerks das Ende des Thomaswerks abzuzeichnen begann, kamen die einzelnen Schritte der Stilllegung für niemanden mehr überraschend. Am 1. Februar 1969 musste die Dolomitanlage aufgegeben werden. Als Ersatz wurde eine provisorische Anlage zur Herstellung von Vergussschlamm an der Südostecke des Thomaswerksgebäudes errichtet. Böden und Steine konnten von Rohrort und Halden bezogen werden. Der nächste Schritt war der Abbruch eines Teils des Kalksilos. Im Sommer erfolgte die Stilllegung und der Abbruch der Spiegellöfen. Die Gießhalle Korea wurde am 1. November 1969 aufgegeben. Gleichzeitig wurden die Konverter 4 bis 6 außer Betrieb genommen. Um weiterhin den dringend benötigten Dynamostahl erzeugen zu können, errichtete man in der Konverterhalle vor den stillgelegten Konvertern einen Gießstand, an dem auf Normalsporwagen des Oxygenwerks abgegossen wurde. Den letzten Anstoß zur Stilllegung des Thomaswerks schon zum 27. Dezember 1969 gab die Inbetriebnahme und das erfreulich gute Anlaufen des neuen Bruckhausener Oxygenstahlwerks. Wenn man Rückschau hält auf die fast 17-jährige Betriebszeit dieses Stahlwerks seit dem Zweiten Weltkrieg und die Ergebnisse zusammenrechnet, kommt man zu eindrucksvollen Zahlen. Im Laufe dieser Zeit wurde aus 25,6 Millionen Tonnen Roheisen eine Stahlmenge von 23,5 Millionen Tonnen erzeugt. Um einen besseren Begriff von dieser Menge zu erhalten, kann man sich vorstellen, dass die 23,5 Millionen Tonnen Rohstahl auf normale 20 Tonnen Eisenbahnwaggons verladen einen Zug von etwa 9.400 Kilometer Länge bilden würden. Das ist eine Strecke vom Ruhrgebiet bis an die Ostküste Sibiriens. Um die 25,5 Millionen Tonnen Roheisen in Stahl umzuwandeln, wurden 3,2 Millionen Tonnen Kalk und 8,3 Milliarden Kubikmeter Luft benötigt. Wie viel Arbeit und Mühe jedoch hinter diesen nüchternen Angaben stehen, wie viel Nerven es kostete, bei vier gleichzeitig produzierenden Konvertern trotz kleiner oder großer Störungen und Aufenthalte die einzelnen Prozessstufen immer wieder in den richtigen Takt zu bringen, lässt sich mit Zahlen nicht ausdrücken. Selbst in den relativ kurzen Zeiten der Rezession, vielmehr aber noch in Zeiten der Hochkonjunktur lautete die Forderung ja immer, auf jeder Schicht möglichst viele Schmelzen zu erblasen. Jeden Obermeister erfüllte es mit Stolz, wenn er auf seiner Scharschentafel wenigstens eine Schmelze mehr als die vorhergehende Schicht aufweisen konnte. So wurden denn auch alle Produktionsrekorde exakt festgehalten. An dieser Stelle seien die Daten einiger Höchstleistungen der Nachwelt erhalten. Die höchste Monatsproduktion wurde im Oktober 1968 mit 168.561 Tonnen erblasen. Die höchste Tagesproduktion fiel am 16. Dezember 1968 mit 6.799 Tonnen. Die höchste Leistung in einer achtstündigen Schicht erstellte Obermeister Otto, als er am 19. März 1965 mit 64 Scharchen 2.539 Tonnen Rohstahl erzeugte. So schmerzhaft die Stilllegung des Thomaswerkes für die altgedienten und mit dem Betrieb verwachsenen Thomaswerker war, die teilweise 1953 den Betrieb schon mit angefahren hatten, so setzte doch die Tatsache, dass trotzdem niemand Sorge um seinen Arbeitsplatz in der Zukunft zu haben brauchte, jedem die Zeichen für einen neuen Beginn. Denn der überwiegende Teil der Belegschaft konnte an gleichwertigen Arbeitsplätzen im Oxygen-Stahlwerk Bruckhausen eingesetzt werden, eine Reihe auch im Beäcker Werther Stahlwerk. Der Rest fand in anderen Abteilungen der Hütte neue Arbeitsplätze. Das alte Wahrzeichen Bruckhausens, die Wolke braunen Konverterrauchs, ist nur noch Erinnerung. Das neue Wahrzeichen, die Abgasfackel des Oxygenstahlwerks, kündet davon, dass jetzt auch für Bruckhausen eine neue Ära der Stahlerzeugung begonnen hat. 50 Jahre später schrieb Thyssen im Jahr 2019 über Schmelzer in Bruckhausen. Vom Schwerstarbeiter zum Prozessmanager. Digitalisierung und Automatisierung verbesserten nicht zuletzt auch die Arbeitsbedingungen im Werk. Bis in die 1980er Jahre hinein leisteten die Schmelzer dort körperliche Schwerstarbeit bei großer Hitze und Staubbelastung, mit der Automatisierung verlagerten sich die Aufgaben hin zur EDV-gestützten Steuerung und Kontrolle der Produktionsprozesse. Das machte die Arbeit deutlich sicherer, verlangte von den Mitarbeitern aber auch ganz neue Fachkenntnisse und die Bereitschaft, mehr Verantwortung zu übernehmen, kurz. Das Berufsbild des Schmelzers veränderte sich rasant. Entsprechend anspruchsvoll gestaltet sich die heutige Ausbildung, die so gut wie nichts mehr mit der Schmelzerlehre vor 50 Jahren gemeinsam hat. Ich kann dazu nur sagen, ruht in Frieden meine alten Kollegen Schmelzer, wie ich euch aus 1969 noch kannte.